Hi, das hier ist ein mit Single Malt Whisky flambiertes Flanksteak. Ein absoluter Hammer. Und wie ihr das macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unser flambiertes Flanksteak brauchen. Los geht es natürlich mit einem wunderschönen Flanksteak. Das habe ich hier von youbeef.de bekommen. Dann braucht ihr nur noch Salz und einen Whisky. Benutzt da bitte keinen Bourbon, also keinen Jack Daniels oder sowas, sondern schon einen anständigen, sprich also einen Single Malt Whisky. Ist vom Geschmack her eigentlich eine völlig andere Nummer. Und das Einzige, was wir jetzt vorab machen müssen, ist, dass wir das Flanksteak ganz leicht einritzen mit einem Messer. Nicht durchschneiden, sondern einfach nur wirklich so 2-3 mm ins Fleisch einschneiden. Sorgt einfach dafür, dass das Fleisch sich dann auf dem Grill gleich nicht verformt und schneidet also einfach solche Quadrate oder Rauten, wie auch immer. Das ist von der einen Seite. Jetzt schneiden wir es noch kurz von der anderen Seite ein. Dann wird unser Flanksteak einfach nur salzen. Salz richtig schön einreiben. Dann lasse ich das jetzt noch kurz so 5 Minuten liegen und heize in der Zwischenzeit schon mal den Grill vor. Als letzte Vorbereitung bleibt jetzt nur noch 4 cl von dem Single Malt Whisky schon mal in ein Glas zu füllen. Damit werden wir nachher das Steak übergießen. Und dann geht es jetzt rüber an den Grill. Der Grill ist jetzt ordentlich vorgeheizt. Und jetzt schnappe ich mir hier unser Flanksteak und lege es auf den Grill. Und grille es für 2 Minuten von jeder Seite an. So, noch 2 Minuten drehe ich das Steak jetzt mal. Und jetzt noch mal 2 Minuten von der anderen Seite. So, das Steak ist jetzt fertig angegrillt. Und ich mache jetzt den Brenner, auf dem es liegt, mache ich jetzt aus. Das ist also jetzt hier nicht mehr direkt gegrillt wird. Und habe jetzt hier den Whisky, und da müsst ihr natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Flambieren heißt ja Flammen. Ja, und ich gieße es jetzt mal hier drüber. Und ab geht die wilde Fahrt. Ihr seht also, der Whisky, der Alkohol verbrennt jetzt hier schön auf dem Fleisch. Ich werde jetzt die andere Seite auch noch mal kurz flambieren. Und das ist nicht nur Effekthascherei, sondern das macht auch wirklich Sinn. So, und jetzt legen wir das Steak zum Ruhen auf die indirekte Seite. Das Steak liegt jetzt also am weitesten entferntesten Punkt von der Hitzequelle entfernt und hier habe ich mein Thermometer, das steche ich jetzt ein. Und werde es jetzt nochmal ein bisschen mit Whisky übergießen. Und dann machen wir den Deckel zu und lassen es gar ziehen. Angestrebte Kerntemperatur sind 53 Grad und dann sehen wir uns wieder.
Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen zu sagen, und zwar legt bitte das Steak mit der dicken Seite Richtung Hitzequelle, damit eben die dicke Seite durchgaren kann, die dünne Seite nicht übergart. So ist es jetzt richtig. Momentan haben wir eine Kerntemperatur von 38 Grad, Deckel zu und warten, bis wir bei 53 Grad sind. So, unser Flanksteak hat jetzt eine Temperatur von 53 Grad im Kern. Und jetzt ziehe ich mal das Thermometer raus. Und werde es nochmal ganz kurz über den heißen Grill ziehen, einfach damit eben die Außenseiten nochmal ein bisschen aufknuspern. So, das reicht schon. Jetzt kommt es auf das Brett und darf noch ein bisschen ruhen. So, das Steak durfte jetzt kurz ruhen und jetzt schneide ich es mal an. Das sieht fantastisch aus, das kann ich euch schon mal sagen. Ich zeige euch mal ein Stück hier. Das sieht absolut perfekt aus. Und das kann ich euch jetzt vom Anschnitt schon sagen, ich halte ja gerade meinen Zinken darüber, das riecht wirklich nach Whisky. Total klasse und ich glaube, ich werde jetzt mal probieren. So, und ich halte mal so eine Scheibe hoch. Absolut perfekt. Unser mit Single Malt Whisky flambiertes Flanksteak und jetzt probiere ich mal. Der Whisky kommt wirklich an. Total geil. Das ist richtig gut. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ist ja nicht ganz so aufwendig. Kann ich euch sehr empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und mir einen netten Kommentar hinterlasst. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, wäre es toll, wenn ihr das jetzt hier oben in der Ecke machen würdet. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Flanksteak flambiert mit Single Malt Whisky, super lecker. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.